Morty, vielen Dank für die Geduld. Yes. Komm, bin ich wieder da. Ich weiß, ich bin nicht wegzukriegen. Ach ja. Ja, ne? Wargaming. Und ich wundere mich, ne, dass ich, weil sie halt in den News stand halt drin, ja, bei diesem Wenn, da kann man auch als Zuschauer was gewinnen. Und man kann da Codes bekommen und. Und man wundert sich, dass man seit Wochen keine Codes sieht. Klar siehst du seit Wochen keine Codes, weil diese Codes sind halt einmal Benutzung. Für einen einzelnen Spieler. Eieiei. So. So. Jetzt die Frage. Was macht man jetzt? Als erstes mache ich mal den Arc Pass. Was gibt es denn Schönes? Kartenpakete 5 Stück oder 500.000 Silber? Puh, das ist tatsächlich. Ja, ist beides nicht so prickelnd, ne? Aber ich meine, ich tendiere jetzt eigentlich eher zu den Kartenpaketen. Die Chance auf die legendären Karten ist mir wichtiger als da, dass ich jetzt hier 500.000 Silber kriege. Ah, oh, ne? Bäm. Da freut er sich immer, der Kleine, wenn du irgendwas abkrabbeln kannst. So. So. Ja, gestern haben sie noch so ein Mega-Statement über Bots gebracht, ne? Dass sie halt voll die, was sie halt alles gegen Bots tun. Ist mega, wie das funktioniert. So, hier brauche ich nicht mehr hin, weil ich habe ich alles fertig. Okay. Seht nur. Der Bart im Legoros. Tier 2, Tier 3. Ja, ist halt Tier 3 Waffe. Brauche ich nichts. Ich hole mir trotzdem mal jetzt hier die Zerstörungskristalle. Obwohl. Nö. Aber ich will hier noch mal. Also wenn sie nichts tun, genauso viel im Endeffekt. Ich sag mal marginal mehr. Denn die Sache ist, selbst wenn sie was tun, es kostet nichts, einen Account zu erstellen und einen Bot laufen zu lassen. Und die alle da in der Mitte. Das heißt, was immer Botnutzer für ein Schlupfloch finden, es wird halt sofort mit allen Bots ausgenutzt. Das heißt, sie können halt nur Möglichkeiten schließen, aber sobald die eine andere Möglichkeit haben, wird das System halt umgelagert. Deswegen von der Menge macht das keinen Unterschied. Nur, dass sie halt die Aktion halt an sich stören. Das ist für die Botnutzer eventuell ein bisschen. Nicht so schön, aber an und für sich, an sich selbst für Bots spielt das keine Rolle. Boah, das hat er mich direkt geschubst.
ja top, ey. Ich halte hier nichts hin. Weil ihr alle drei auf dem Haufen sind. Sobald irgendwas ist, wirst du direkt geschubst. Ja, und wieder geschubst worden. Weil du tust dir durch die Maßnahmen nicht, nicht die Nutzer der Bots angreifen, sondern nur die Bots, Bot-Accounts in sich schließen. Ja, das heißt, die Menge, die versuchen zu botten, die bleiben immer gleich. Und wenn einer einen Weg kennt, dann kennen halt alle. Deswegen ist es halt gar nicht so einfach zu sagen, jo, das bringt halt so und so viel oder auch nicht oder was auch immer. Man kann halt nur sagen, dass es mehr wären, ohne wenn sie was tun würden. Klar, dann würde halt das Spiel halt versinken in den Bots, aber im Endeffekt tut es das ja momentan genauso. Sie haben ja, kann ja jeder im Forum nachlesen, sie haben ja da gestern das Statement rausgebracht, gestern oder vorgestern, was sie halt alles getan haben und dass sie auch weiterhin dagegen sind und weiterhin tun werden, diese Bots rauszuhalten, was auch gut ist. Aber man kann jetzt per se nicht sagen, dass es da wesentlich massiv mehr Bots geben würde, wenn sie nichts tun würden, ne? Botnutzer arbeiten immer an ihren Kapazitätsgrenzen, weil bei denen geht es um Geld. Ne? Also, wenn sie Kapazitätsgrenzen haben, werden die auch soweit ausgelastet. Unabhängig, was der Spielehersteller tut. Der kann dem nur Knüppel zwischen die Beine werfen. Und gerade Free-to-Play-Games haben halt keine Möglichkeit, solche Sachen zu beschränken. Na, wenn du sagst, du musst halt wie bei WoW Spielzeit zahlen, dann geht das halt tatsächlich auch richtig ins Geld. Aber seitdem WoW halt umgestellt hat, dass du nicht mehr die Grundversion kaufen musst, sondern einfach nur losdatteln kannst, ging halt gar nichts mehr. Oh, jetzt haben wir schon 600 von den Dingern. Jawohl. So. Puh, 13, 17, schaffe ich das heute noch? Schaffe ich das heute nicht? Schwierige Frage. Okay. Erstmal zerkloppt man den Trick. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben... Wie viel Zeit jetzt noch? Eine halbe Stunde. Okay. Diese halbe Stunde würde ich jetzt nutzen und würde jetzt mal
auf diese Insel fahren. So, dann können wir... Moment, dazu muss ich auch erstmal einen Guide raussuchen. Die Wikis. Islands. Ja, ja, Alter. So, segelbreit. Bauchjucken. Bauchjucken tut ultra gut. So, meine gute S-Tock. Farmer Eislabyrinth. Wo gab's denn die Bratpfanne? Weiß das wer? War das Ignea machen? Ja. Bei zwei Ignea-Marken gibt's eine Mokoko-Bratpfanne. Das ist eine Waffe, die kannst du als Waffe anlegen. Die macht einen Schaden beim Zuschlagen. Unabhängig, wie stark dein Charakter ist. Und das Ding brauchst du, um hier diese unvollendeten Schneestatuen zu behauen und die auf einen HP runterzubringen. Und nur wenn du diese, so eine Statue auf einen HP runterbringst, kriegst du eine Belohnung und in der Belohnung kann das Herz der Insel drin sein. Wenn du die Statue auf 0 HP runterklopfst, kriegst du auch eine Belohnung, aber da kann nicht das Herz der Insel drin sein. Da kriegst du bloß ein bisschen Silber oder so. Das heißt hier, das kann ich gar nicht machen. Du kannst es halt probieren, indem du dann alles ausziehst und dann halt nur sich einen Twink mitnimmst, weil ne, nicht mit dem Mainchar oder so hingehst, dass du dementsprechend wenig Schaden machst. Aber das ist halt ungenau. Oh, Entschuldigung. Wie hießen die Inseln jetzt? Insel des Eislabyrinths. Gucken wir uns mal den... ja toll, wie heißen die jetzt im Englischen? Ice Maze Isle. Okay. Das war einfach completing the purple quest in the maze. You can see a purple quest in the sprung. Ach so. Können wir schon aufhören? Jetzt weiß ich, warum ich das da nicht gemacht habe. Weil du dafür dieses komische Walöl brauchst. Ah, oder wir fahren nach Shusha, ja? Ne, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt da ewig zu warten. Bis ich... Du musst halt das über die... die Dings machen. Una-Questreihe. Oder du holst dir das... für Piratenmünzen. Und das werden wir jetzt machen. Die Piratenmünzen ist mir das jetzt wert. Na, für euch verkaufe ich mein letztes Hemd quasi. Die Piratenmünzen ist mir das wert. Kostet 6000. Ist nicht die Welt, ne? Aber...
Ich hoffe mal, mit dem Patch kommen dann auch die Möglichkeiten, um wieder neue Piratenmünzen zu farmen. Ansonsten kommst du echt schwer an Piratenmünzen langsam. Ja, wenn die UNO-Aufgaben erfüllt sind, gibt es keine Möglichkeit mehr, größere Mengen von Piratenmünzen zu farmen. C5 requires multiple re-entries into the island to get a random spawn. Ah, okay. Island Quest. Okay. Repeatle Quest, Mokokos. Okay. Ich habe ein ganz anderes Problem. Item Level ist 100, Chaos Dungeon, keine Aura mehr. Ich bekomme kein Gear in Yorn. Das ist normal. Du bekommst dein Gear über Chaos und Wächter. In Yorn bekommst du an sich kein Gear. Ja gut, die Aura hast du ja jeden Tag zwei Stück, ne? Also, ne? Mensch, ich muss kurz gucken. Speerfisch, ne? Das ist hier. Ah, hier, das Buckelwalöl. Brauche ich tatsächlich jetzt. Jetzt können wir dahin fahren. Dann hast du. Also, wenn du keine Aura hast, dann hast du. Deine Aura schon aufgebraucht, indem du deine. In deiner Festung Spezialexpedition gemacht hat. Die Aura genutzt von dem Wissenstransfer. Ja, aber du hast doch die Aura dann heute genutzt, oder? Also nach 11 Uhr. Um 11 wird ja Aura neu aufgefüllt. Ja, bevor ich nach Yorn bin, ja. Nur, dass du nach Yorn kannst, heißt ja nicht, dass du noch mal eine neue Aura bekommst. Aura gibt's halt nur um 11 Uhr. Ja, das ist richtig. Da musst du jetzt warten, oder? Ja, eigentlich musst du nicht warten. Du bist nur... Ich will nicht sagen, du bist zu faul. Aber eigentlich musst du nicht warten. Aber du willst das nicht machen. Musst du auch nicht. Du kannst ja trotzdem... Dingsbums laufen, Chaos Dungeon. Du kriegst ja dann diese Kristalle. Ne? Diese grünen im Tier 1 Kristalle. Dann kriegst du die... Auf Tier 2 kriegst du ja die blauen Kristalle. Ja, du warst schon dran. Ist doch okay. Dann kriegst du weiter diese blauen Kristalle. Diese Wahrnehmungskristalle nennen die sich, glaube ich, ne? Und die kannst du beim Händler eintauschen. Ach so, die kannst du erst bei 800 kaufen. Ja, ja, genau. Da war was. Das ist richtig. Tja, dann bleibt nur zu warten bis morgen. Ja, dafür musst du aber auch Feons hinlöhnen, ne? Denk dran.
Und ich glaube, die kannst du auch erst 800 kaufen. Aber oder ab 600, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das Tier 2 habe ich mir auch gekauft. Tier 3 kannst du nicht mehr kaufen. Also zumindest die Startausrüstung habe ich mir in Tier 2 gekauft. Das weiß ich noch. Für meinen Main. Aber brauchst du im Prinzip nicht. Du kriegst ja eigentlich genug. Ja, aber denk dran, du musst hier für uns bezahlen. Forschung abgeschlossen. Naja, wenn du genug hast, ey. Das ist cool. Alter, das zieht ganz schön an deinem Leben bei deinem Schiff, wenn du da hinfährst. Ah, guck mal, Joink gegen Suri. Joink war, glaube ich, ein deutscher Clan. Ja, haben sie wieder... Da haben sie halt wieder 20 Codes den Massen vorgeschmissen, bei 3.500 Zuschauern. Wieder Codes, die einmalig sind. Alter. Ich mach das jetzt aus, das ist mir einfach zu dumm. So. Okay. Jetzt bin ich hier gespawnt. Jetzt weiß ich halt nicht, wo ich gespawnt bin. Wo spawnt man denn hier? Ich bin in einem langen Gang gespawnt. Ich verstehe die Problematik noch nicht ganz so. Vor allem, du kannst hier keine Karte aufmachen. Okay. Ein Feon pro Tag. Ja, klar, weil das kommt halt auf dein Item-Level drauf an und auf die Qualität. Je höher beides ist, desto mehr Feons musst du latzen. Aber da du ja im Prinzip vermutlich nur blaues Zeug kaufst oder eventuell episch für 600, dann kostet sich das nur ein Feon. Das ist relativ gechillt, ne? So 5, 6 Feons ausgeben, dann geht das. So. Eine Maze. You can see the path to the quest in the image below. Alter. Ja, gut, das. Was ist denn das für ein... Was steht denn da? Das kann mir da kein Schwein lesen. Was? Elevation. Was heißt Elevation? Ja, brauchst ja nur blau, ne? Brauchst ja kein lila. Das kommt halt so schnell. Gerade bei Tier 2 kommt das halt ultra schnell. Die Frage, wo bin ich jetzt gespawnt? Man kann dieses Bild nicht komplett so schön darstellen. Jetzt. Ich habe halt keine Möglichkeit zu sehen, ob ich links oder rechts oder oben unten. Ausgänge oder was?
Seed 5 requires multiple re-entries into the island to get a random spawn. Okay, das heißt, ich bin hier oben. Ja, da geht's aber weiter. Es geht links weiter, es geht rechts weiter. Ist das er? Nee. Na doch, da geht's da oben rum. Da unten. Lass ich fest. Egal, ich nehme aber mal hier die Quest an. Ich bin ein Raccoon-Taurus-Hirte. Was ist ein Raccoon-Taurus? Das Parfüm des Reizes. Bringe Raccoon-Taurus zum Viehhof. Scheitert, wenn das Parfüm des Reizes nachlässt. Scheitert, wenn das Gebiet verlässt. Willst du mich verarschen? Wo soll ich denn das hinbringen? Was? Okay, das kann ja nur eine dieser Yellow Quests sein. Also der Inselguide ist aber echt für den Arsch, ey. Inselguide für diese Insel ist echt für den Arsch. Okay. Da da da. Das sieht doch schon mal besser aus. Auf jeden Fall ist die Karte größer. Das Yellow Quest NPC Island Token Quest Start. Was? Da. Okay.
Die Frage ist, wo... Okay, ich bin rechts oben in der Corner. Okay. Und wo muss ich hin? Die Frage ist, wo muss ich hin? Okay, ich kann auf alle Fälle die Quest schon mal abbrechen. Was? Greift der mich jetzt an oder was? Okay. Hier muss auch ein Mokoko sein. Oh Leute, hier ist der Mokoko. Immerhin, ich habe einen Mokoko gefunden. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich hin. Ich muss mit dieser Quest... Okay, wir laufen. Da lang. Hoch. Runter. Links. Durch. Hoch. Links. Hier wieder runter. Links. Hoch, links. Hoch, links. Runter, links. Runter, 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 rechts. Runter. Rechts. So. Hier runter. Rechts. Runter, runter, runter. Runter. Rechts. Rechts, rechts, rechts. Hoch. Rechts. Runter, links, runter, rechts, und Koko. Okay, rechts, 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 hoch, rechts. Müssen wir den Weg wieder zurückfinden? Okay. Hoch, links. Links, links, links. Ich häng fest. Runter, links. Bis zur Wand. Hoch, links. Oh.
Who wann hoch? Müsste nur Koko sein. Okay. Da ist eine Plattform. Hab keine Ahnung, was die Plattform macht. Runter, runter. Runter. Rechts. Quest. Ja, bring mir Buckelwalöl. Gott sei Dank habe ich das schon mitgenommen. Was? Runter. Runter, runter. Bis zum Anschlag. Links. Und runter. Ah, guck mal. Ah, ich muss das Ding in die Mitte bringen. Okay, okay. Was denn jetzt? Was ist das für ein komisches... komisches Gebiet hier? Alter. Ne? Okay, ich habe jetzt 3 Mokokos, ne? Ich muss mit besorgten Hirten reden, Alter. Sprich mit Viehzüchter Nubos. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, weil es gibt keine Karte. Verpiss dich, Bot. Was für hoher Besuch. Ach so, ja, das. Ich habe mich gerade um den gekümmert. So. Jetzt müssen wir irgendwie wieder. Okay, wir müssen jetzt hier hoch, hier rechts. Ne, ich muss mit Viehzüchter Nubos reden oder mit einem besorgten Hirten. Ich laufe mal zu dem zurück, zu dem wir hergekommen sind. Hoffe ich. So. Das heißt, nach oben, rechts. Nach oben. Das hat so hart Konzentration hier. Oben, rechts. Lass mich in Ruhe. Oben. Ne, schon sind wir falsch, Alter. Einmal falsch läuft, hast du schon verloren. Dann find mal deinen Weg zurück. Okay, das ist glaube ich hier jetzt. Okay, hoch, links, hoch, links. Ah, da ist noch einer. Okay. Hoch. Und hier rechts. Hoch. Rechts, rechts, rechts.
Runter, rechts. Runter, rechts. Hoch. Und weiter nach rechts. Ich meine, da irgendwo festhängt. Ich weiß gar nicht, wo er mehr festhängt. Runter. Rechts, rechts, rechts. Gehen nach oben. So, und hier sind wir wieder am Anfang. Das ist schon mal gut. Ah, guck mal, ein besorgter Hirte, mit dem muss ich reden. Krache, geht's gut. Danke fürs Bescheid geben. Und Inselherz, und schon kann ich wieder gehen. Aber immerhin, 7000 Piratenmünzen bekommen. Das heißt, ich habe schon mal 1000 mehr, als ich fürs Buckelwal ausgegeben habe. Und man muss das Buckelwal halt nicht kaufen, ne? Man kann es halt von der anderen Insel halt bekommen durch UNA-Aufgaben. Du kannst alle der folgenden Sachen erhalten. Erstklassiges Fell. Antike Münzen. Okay, okay. Inselherz. Inselherz. Achso. Karte ist nicht verfügbar. Ich habe. Habt ihr euch gemerkt? Ich habe 3 Mokokos. Von 5. Okay. 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 So, jetzt müssen wir mit anderen Leuten reden. Verstehe ich nicht. Müssen wir machen. Also, obviously muss ich nicht mit dem reden. So, jetzt muss ich wieder hier runter. So, wir laufen darum, darum bis nach links. Ich nehme mich an irgendwas fest. Runter und weiter links. Hier müssen wir hoch. Jetzt hier sind wir nach unten gegangen. Vorher, jetzt gehen wir hier einfach nach oben. Nee. Hier sind wir nach unten gegangen. Alter. So, und jetzt gehen wir hier aber hoch und links. Genau, und jetzt gehen wir hier ganz lange links. Also ich empfehle euch tatsächlich, da eine Karte zu nehmen. Wenn ihr diese Insel macht. Und euer Walöl vorher bereits haben. Ihr wollt nicht ein zweites Mal auf diese Insel. So, und hier gleich wieder hoch. Und immer schön nach links. Ich meine, hier wäre es egal, weil hier kommst du auch hier wieder rum. Na, guck mal, hier haben wir wieder einen besorgten Hirten. Aber der hat nichts. Ach, geben die alle dieselbe Aufgabe? Okay. Ja, streunender Waschbär. Viehzüchter Nubus. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. So. Aber dann gehen wir halt mal zu dem nächsten Ding. Und das sind ja 4 Ecken. Ich bin das Ecke Nummer 2. Gehen weiter nach unten, weiter nach unten, weiter nach unten. Immer schön nach unten. Anschlag, rechts rum, nach unten. Direkt links. Runter. Ein überspringen, weil es eine Sackgasse ist. Rechts. Runter, rechts. Runter. Links. Runter. Bis zum Anschlag. Ist mir so spannend, wie mein letzten Mate seit 5 Minuten da mal zuzuschauen, wie er versucht, allein den Dunkeldegerus zu killen. Also ich bin hochkonzentriert, muss ich sagen. Weil wenn du dich in diesem scheiß Labyrinth halt einmal verläufst, dann
ist das halt echt unglücklich. Na, deswegen starr ich halt gespannt auf diese Karte. Ich meine, dass für euch das halt langweilig ist, das kann ich verstehen. Aber ihr seht, wie groß das Labyrinth ist, ne? Wenn du dich da halt einmal verirrst, dann darfst du von vorne anfangen. Und das ist halt... Ja, der letzte Tod-Boss hatte noch fast schon... Ja gut, das... leider sieht man die Boss-Lebensanzeige nicht bei den Wächtern. Das würde viel vereinfachen. Die sieht man immer erst zum Schluss und das ist halt ultra nervig. So. Jetzt muss ich aber erstmal wieder orientieren, wo ich war. Ich war da in der Ecke, ne? Okay, das heißt, geht's hier rum. Jo, runter. Rechts. Runter. Rechts. Runter. Links. Ne? Jetzt links. Ja, weiter, weiter, weiter. Bis. Hier runter, hier runter, hier runter. Okay, hier muss ich mir merken. Wir gehen hier rüber. Hier hoch, hier um die Ecke. Ein Mokoko. Und wir gehen hier runter, um die Ecke. Hier hin. Finde ich auch kacke, den man schon längst kennst du, ja. Ja, das ist halt die fehlende Lebensanzeige ist halt bei Bossen halt schon ein bisschen strange. Oh, nee. Hier war ich. Ja, ich muss tatsächlich hier lang. Da runter. Da abfliege. Runter. Links rum. Runter. Und jetzt müsste ich eigentlich hier lang. Runter. Und jetzt müsste ich hier... Genau, hier ist dann der Züchter wieder. Ah, besorgte hier. Das ist tatsächlich immer dasselbe. Okay. Die Frage ist, mit wem soll ich denn reden? Ich musste hier nochmal niedliche Rakuna wieder nach Hause zu bringen. Sprich mit Viehzüchterin Nubos. Streunende Waschbären. Ist das in der Mitte? I don't know. Okay, geh mal wieder raus. Und rum. Hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Hier rüber. Hier wieder runter. Ein vorbei. Sackgassen. Rüber. Runter. Rechts. Zwei runter. So, hier wieder hoch. So, hier ist Sackgasse. Hier runter. So, da lang. Hoch. Genau, Sackgasse. Runter. Okay, wir waren weiter. Ich gehe schnell nochmal in die vierte Ecke. So, runter, weiter, 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 hier runter. Ah, hier wieder hoch. Oh Mann, ey. Wer sowas programmiert hat. So, hier sind wir wieder beim besorgten Hirten. Oh.
Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich das anstrengend halt, die ganze Zeit auf dieses Ding da zu starren. Na gut, jetzt muss ich halt in die Mitte, mehr oder weniger. Runter. Na, ich will halt das Ding abschließen. Oh, bin ich jetzt falsch? Nee, ich muss hoch. Hier links rum. Runter. Hier hoch. Links. Lange, lange. Jo, hier runter. Genau. Hier ist dann die Abzweigung. Da geht es dann wieder zur linken Ecke. Hier geht es hier hoch. Gleich links rum. Lange, lange hoch. Links rum. Hoch. Links rum. Hoch, links rum. Tja, jetzt nach oben. Ne, wir nähern uns wieder der Mitte. Hier über die Sackgasse. Das heißt jetzt hier rechts. Ich hänge wieder fest. So, und hoch, 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 hoch. Und hier links rum. Warte, Ulf, ich hab gesehen, dass du was geschrieben hast, aber erstmal hier rein. So, warte. Nö. Wo war nur gesucht? Ach so, nee, da war ein Bot. Da war wieder so ein Spam-Bot. Den habe ich aber gleich aus dem Verkehr gezogen. Ach so, hier. Ja, natürlich ist hier der Viehzüchter. Schwierig kann das, den Weg hier zurückzufinden. Ich danke dir, dass du meine niedlichen Raccoon-Tauren wieder zurückgebracht hast. Ha, ich schulde dir was. Du bist herzlich eingeladen, hier zu bleiben, solange... Nee, ich will hier nicht bleiben. Na, fatz dich. So. Und jetzt ist die Sache... Ich muss noch einen Mokoko haben. Na, ich habe 1, 2, 3, 4 Stück geholt. Und einen brauche ich. Aber... Diesen einen kannst du nicht. Multiple Re-Entries into the Island to get a random spawn. Das heißt, du musst jetzt mehrfach auf diese Insel. Ja, ich kann jetzt auch hier rausgehen auf der Insel. Boah, das ist anstrengend. Das war richtig hart anstrengend. So, und jetzt kann ich auch wieder eine Karte aufmachen. Na, man sieht, ich habe 4 von 5 Dingern bekommen. Ja, aber Titan, da musst du auch noch durch diese Insel. Ich weiß nicht, ob Carrie da schon durch ist, aber ich weiß, dass du definitiv da noch nicht durch warst. Sonst hättest du mir das schon gesagt. Oh, das Problem ist, es ist halt random spawn. Oh. Na, jetzt bin ich wieder hier. Das ist jetzt super nervig. 100 pro bin ich hier. Na. Ja, hier ist wieder... Na, hier ist wieder... Oder nicht? Okay. Ist aber wurscht. Egal was ist. Es ist falsch. Ich weiß halt leider auch nicht, wie man erkennt, dass man an diesem Spawnpunkt ist. Und jedes Mal diese Ladezeiten.
Ja, nee. Schon wieder falsch. Wie hieß diese Insel? Kann ich schon wieder gehen? Ach, hier musst du warten auf deine Liegerflucht. Das ist egal. Im Endeffekt ist das egal. Ist beides Tier 3. Ist beides dasselbe im Endeffekt. Ich glaube, Südwern hat eine ganz leicht höhere Chance, da Zeug zu kriegen. Aber es kostet auch ein kleines bisschen mehr. Aber, Jacke wie Hose. Im Endeffekt, fürchte ich. Insel des Eislabyrinths. Let me google that. Insel des Eislabyrinth. Mokoko. Genau. Die fünfte Mokoko der Eislabyrinth-Insel. Okay. Hier mit der fünften Mokoko aus dem Eislabyrinth nach gefühlten, keine Ahnung, es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an. Ich glaube, ich bin gefühlte 20.000 Mal mit dem Lied der Flucht von der Insel runter und wieder drauf, bis ich diesen Spawn hatte. Die Insel hat gefühlt auch 20 Spawnpunkte oder so und einen davon habe ich wahrscheinlich gefühlt 100 Mal gesehen. Aber es gibt so einen Spawn, der spawnt hier genau neben dieser Mokoko. Und warum ist dieser Spawn so besonders? Wir spawnen ja genau neben dem Mokoko. Aha. Also, ich meine, ihr seht's hier. Das ist einfach nur locked in. Also, da gibt's keinen Weg rein. Keinen Weg raus. Das ist ein Dead Spawn. Und solange ihr diesen Dead Spawn nicht habt, kommt ihr auch nicht an diese Mokoko dran, ja? Das heißt, die fünfte und allerletzte Mokoko vom Eislabyrinth ist einfach an einem Spawnpunkt. Awesome. Das läuft ja. Oh lol, ich hab den Spawnpunkt. Yes! Ja, nice. Damit sind wir fertig. Ich glaube, andere haben Jahre ihres Lebens dafür verbracht, diesen Mokoko-Spawnpunkt zu finden. Tja, gehe ich wieder, oder? Ich glaube, Kerrigan bringt mich gleich um, wenn es auf dieser Insel war. Ja, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln und so. Tja, guck mal an, ich habe meine 5 Mokokos voll. Und meine Inselmarke. War voller Erfolg, die Insel. Ja gut, dann gehen wir halt nach Burg Wern, ne? Easy. Ah. Sehr schön. Tada! Und schon leuchtet wieder ein Mokoko. Ja, ich meine, deine Bürger. Ist okay. Dafür ist er da. Ja, was macht er jetzt? Wasserfestival. Labras mit Charl, Araquana und Aranestro. Nein. Ja, aber du kannst trotzdem nur einmal pro Stream. Ja. Kurz anpassen an die Lichtgeschwindigkeit. Oder an die Lichthelligkeit, besser gesagt.
Die Frage ist, was machen wir jetzt? Erstmal das Ding entzaubern. Das Müll. So. Das brauchen wir nicht. Das haben wir. Das haben wir. Ich hab nicht so viele. Oh, oh ne. Dich brauche ich. Ja, 100.000 Bürgers. So. Wir basteln. Ach so. Das ist dumm. Ich habe hier noch die ganzen Übertragungsdinger. Als wäre Geschrei draußen. Okay, Übertragung. Ach, du dickes Ei. Ich hätte nicht so viel einlagern sollen. Was hat er? Stoßanschlag. Das interessiert mich nicht. Stoßanschlag 1. Ach, wir können am besten den Stoßanschlag benutzen. Ne, die zweite habe ich, glaube ich, keine Dings für. No. Und hier siehst du auch, was ich meine. Ne? Die aktiv sind bei deiner Ausrüstung, die haben, ne, das ist ja unten Fertigkeitseffekt, die haben dieses Tripod davor. Das sind die aktiv sind. Weil du ja gestern gefragt hattest. Und die sind halt automatisch nicht aktiv. In dem Fall jetzt, weil ich entweder A, die Skillung nicht habe, oder B, weil ich irgendwas Besseres habe. Das ist Dezimieren, Schwachpunkt, Erkennung 1. Habe ich irgendwo noch Dezimieren? Ah, hier habe ich Dezimieren, Schwachpunkt, Erkennung 2 in der Mitte. Siehst du, das ist aktiv. Und das hier auf der Hose, Dezimieren, Schwachpunkt, Erkennung Stufe 1, ist nicht aktiv. Er nimmt automatisch immer das Höchste. Und wenn es gleich ist, dann halt auch immer random halt 1. Ich weiß nicht, nach welchen Kategorien er dann aussucht, welches der beiden dann aktiv ist oder nicht, wenn du zwei gleiche hast. So, das heißt, hier sind alle drei aktiv. Konntest du auf die Waffe keine machen? Bin ich dumm? Doch, auf der Waffe sind noch auch welche. Wieso sehe ich jetzt hier die Waffe nicht? Hä? Nee, weg ist sie nicht. Ich gehe schwer davon aus, weil die halt plus 15 ist, dass die nicht mehr geändert werden kann. Ne, weil ich ja, wenn ich ja die hier im Steigern, ist die auch nicht dabei. Und hier ist er halt auch nicht. Ja, die wird halt aus diesem Menü rausgenommen, wenn sie halt Stufe 15 ist, weil die Tier 3 Sachen, die kannst du nur bis Stufe 15 steigern und nicht darüber hinaus. Und als ich 15 geworden bin, ist die halt hier, oder als ich die auf Stufe 15 gemacht habe, ist die hier rausgenommen worden. Und dann vermutlich auch hier deswegen rausgenommen worden. Das heißt, du solltest deine Fertigkeiten vorher drauf haben. Das baut ja wieder auf, ey. So, okay, wir nehmen mal, hier soll es drauf. Was? Muss ich das im Inventar haben?
Okay. Wir wollen Hose. Warum? Okay, Waffe sind 3 und 3 sind 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe 13 Dinger da drauf. Ich kann auch 18 drauf machen. Ne, halt, hier noch 3, das wären dann 16 und die Hose, die 2 wären halt 18. Irgendwie. Was? Ich habe kein Materialwerkzeug. Inventar. Doch, ich habe auf alles geklickt. Das kann es nicht sein. Ja, gut, von da geht's. Aber warum geht das von da nicht? Ich kann auf keine meiner ausgerüsteten Sachen kann ich was drauf. Oh. Ich glaube. Ich weiß zu wissen, warum. Also. Ich hoffe es. Zu wissen. Reparieren das mal und versuchen es noch mal. So ein Mummschanz, ey. Okay. Hol es doch mal auf die Hose. Ich kann das partout nicht umschmieden. Halt keins von denen. Warum auch immer. Okay. Ist halt irgendwie doof. Okay, dann lade ich euch mal wieder ein. Also wenn er eine Ahnung hat, warum das nicht geht, sagt bitte Bescheid. Ja. Irgendwie dumm. Aber ich bin trotzdem richtig hier. Du wolle Upgrade machen? Ja, ich habe genug von den Dingern. Ich habe hier genug. Genug. Ja, Gold habe ich halt nicht wirklich viel. Ja. Ab. Aber immerhin, es gibt 18% Meisterenergie. Das ist durchaus positiv. Wow, ich kann noch 1% da reinschmeißen. So. Nee.
Sobald das 100 wird, ist eh automatisch. Die 10%. Okay, jetzt müsste es ein automatisches Upgrade geben. Ne? 100% Verstärkung. Bam. Fertig. Sehr gut. Immerhin. Puh. Tja, dann. Weiter geht's. Jo. Hier haben wir nichts mehr, aber. Na, ich schmeiß die am Anfang auch bloß rein, damit hier die Prozentzahl nach oben geht. Na, ob der hier 15 oder 25 hat, spielt, glaube ich, keine Rolle. Wäre super glücklich, wenn der da was bekommen würdest. Und dann gehen deine Ressourcen dahin. Jetzt brauchst du nichts mehr reinschmeißen. Bam. Jetzt. Tja. Gucken wir mal, ob wir die 15 kriegen. Alter, das ist doch bescheuert. Da kommt die Mega-Animation und dann Fehlschlag. Das bringt uns jetzt auf wohin? 1363. Da schwitzt aber jemand. Ja. Ist pottenwarm hier geworden, muss ich sagen. Oh, Gott sei Dank. So, und jetzt habe ich keine Wächtersteinkristalle mehr. So, das ist mal mein ganzer Wochenvorrat an Wächtersteinkristallen. Ist aufgebraucht worden und ich habe gerade mal 4 lumpige Stufen gesteigert. Dreck. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich muss auch den Lüfter anmachen oder so. Boah. Also man merkt halt tatsächlich jetzt, wie die Wärme langsam sich hier im Raum staut. Und wir haben draußen geschmeidige 23. Aber das heißt, die Barriere sei verschwunden. Mit Sonneneinstrahlung und ich habe hier drin auch Lichter an und so, ne? Rechner, Lichter, ich. Und dazu diese anstrengenden Sachen. War es nicht nur der Norden? Jetzt ist es der Süden? Sind wir komplett umzingelt?
Was meinst du, wie ich immer schwitze, wenn ein Versuch nach dem anderen fehlschlägt? Ja. Das macht die Sache nicht besser, ne? Ich meine, ich pumpe, das hast du ja gesehen, wie ich hier gepumpt habe. Aber Kerrigan, kannst du mir sagen, warum ich hier nicht upgraden kann? Also ich habe ja hier Sachen auf der Bank liegen. Die sind auch repariert, ne? Ich habe ja alle Sachen repariert, die ich habe. Ne, das siehst du auch hier. Haltbarkeit ist voll. Aber ich kann halt die Fertigkeiten nicht upgraden. Auch immer. Die werden mir halt hier auf der rechten Seite nicht angezeigt. Obwohl ich halt hier Material hätte. Na, ich habe auch die richtige Fertigkeit hab ich drin. Ne? Ich habe die 2er. Aber ich kann es halt partout nicht upgraden. Und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, warum. So. Aber immerhin, ich bin 64 jetzt. Ich brauche einfach nur mehr Wächterkristalle. Weil du beim Verkehrten bist. Ach so. War das er? Hallo, sei gegrüßt. Ja. Oh. Alter. Ja, der war doch die. Das war der andere. Der Spiel war doch für die Stufenübertragung. Ah, bin ich dumm, ey. Ja, danke. So, jetzt kann ich wenigstens gucken. Okay, ne? Hose. So, auf die Hose soll... Ich habe jetzt hier den Stoßeinschlag Tiefstoß Stufe 2. Das Problem ist... Ja, ne? Er kann weg, wirbel eine Waffe. Aber wenn ich den... Ich habe kein Dings mehr. Das heißt, ich kann kein Pulver mehr. Das heißt, ich kann Tier 2 gar nicht mehr benutzen. Das heißt, ich kann maximal Tier 1 Zeug übertragen. Und das Tier 2 Zeug muss ich mir aufheben. So, das heißt, ich muss jetzt hier diesen Stoß... Stoßanschlag, Übergriffskraft. Genau. Stoßangriff, Übergriffskraft. Geht halt über diese wirbelnde Waffe. Wirbelnde Waffe setze ich sowieso nicht an. So. Weil das ist ja immer 100%. Tier 1 ist immer 100%. Stoßanschlag, Übergriffskraft übertragen. Okay. Damit ist das auch weg. So. Dann haben wir hier den Stoßeinschlag Tiefstoß Stufe 1. Das mache ich weg, weil ich hier den Schlitzer habe. So. Stoßeinschlag Tiefstoß Stufe 1. Ja, ne? Okay. Schlitzer habe ich nicht drin. Okay. Okay, so. Dämonischer Schlag, großartige Beweglichkeit. Habe ich jetzt irgendwo dämonischer Schlag drin? Verklon, Schlitzer, dezimieren. Ja, falsch. Stoßanschlag. Dämonischer Schlag, große Wirklichkeit.
Nee, okay. Das heißt, es geht, ich fange es hier an. Mit der Brust. Dämonischer Schlag. Als war das hier runter. Großartige Beweglichkeit. Okay. Okay, das war auch dämonischer Schlag, großartige Beweglichkeit. Und da Stoßanschlag Stufe 1. Okay, das heißt, ich habe noch ein Ding übrig, das passt. Okay. Ach, Gott sei Dank. Manchmal sieht man halt den Wald vor der Bäume nicht. Okay, die beiden können raus. Und du behalte ich dich jetzt, weil Stufe 2 kann ich halt gerade nicht. Okay. Oh, bam, bam. Zerlegen. Wächterkristalle. Irgendwas hat hier extrem abgenommen. Achso, da waren meine Aufwertungsmaterialien. Okay. So, wie komme ich jetzt noch an Wächterkristalle ran? Das ist eine gute Frage. Und ich habe nicht gespeichert. Tschüss, schlecht. Zum Glück kostet das alles nur Taschengeld. So. Er muss auf Tier 2, weil ich ihn speichern. Zack. Faust, Schwachpunkt, Schwachpunkt. Passt. Übergriff, Nervenhieb, konzentrierte Freisetzung. Passt. Mächtiger Schlag, Schwachpunkt, großartige Beweglichkeit. Das kriegt man dazu. Punk. Tiefstoß. Aufstand, Vorbereitung. Punk. Übergriffskraft, kritische Treffer, Ursprung Macht, Pong. Und halt jetzt hier grausames Händchen 1, schnell Vorbereitung 2, so 2, Pong. So. Ja, Wächterkristalle im AHA, die kosten aber auch. Ich brauche ja auch das Geld für die Upgrades, ne? So ist ja nicht. Wächtersteinkristall. Bin gespannt. 8 Gold für ein Päckchen A 10 Stück. Ich habe jetzt wie viel verballert? 4000? Das heißt, es wären 400 Päckchen. Selbst wenn ich nur 2000 bräuchte. Ne? Was los ist. Sind 2000 immer noch 200 Päckchen. Das wären 200 mal 8, wenn... Ich schwöre, das wird dein Leben verbessern. 1600 Gold. So viel habe ich halt nicht mehr. Na, und eigentlich müsste ich mit dem Doppelten retten, mit 3200 Gold. Aber wo soll ich es denn jetzt hernehmen? So, erstmal gehen wir wieder Base. Ist ja einiges passiert. Na, ich muss ja meinen Twink, muss ich auch noch leveln. Da kostet ja auch noch Gold. Also Gold ist halt irgendwie Ressource Nummer Uno hier. Fehlt hier hinten und vorne. Ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. Ich bin zurück. Einige Angelegenheiten benötigen eure Zustimmung. Ihr könnt sie euch im Büro ansehen. Bist du seit 4 Stunden? Naja, so lange spielen wir dann doch nicht mehr. Das heißt, ich kann hier tatsächlich schon die große Forschung starten. Ja, macht immerhin 7000 Festungs-EP wieder. So. Und ich habe wieder keine Energie. Mist. Keine Energie mehr.
Wir müssen aufhören und eine Pause einlegen. Ach, dieses Energiezeug, das geht mir langsam, aber sicher ein bisschen auf den Sack. So, Werkstatt. Okay, für den Twink halt. Oh ne. Ne, die holt der Twink ab. Meine Freunde. Freunde der Sonne. Na, guck mal. Jo, für die 12 Stunden braucht man noch mal 1000. Ah ne, ich war hier richtig. So, 12 Stunden. Keybeam. Wir können nicht weiter. Wir haben keine Energie mehr. Wir haben doch keine Energie mehr. Zum Glück habe ich sowas aufgehoben, ey. So. Ja, Wächterkristalle im Auktionshaus ist halt... Nö. Okay. Naja, Lost Ark Gold mit endlosen Chaos Dungeon Routinen. Das ist genau das, was die Bots machen. Super. Eine endlose Chaos Dungeon ist eine gute Möglichkeit, um Gold in Lost Ark zu farmen. Mit diesem Tool kannst du berechnen, wie viel Gold du mit endlos Chaos Dungeons pro Stunde verdienen kannst. Ich suche Tuloy. Wer zur Hölle ist Tuloy? Zum Festungshändler? Okay. Nee. Ich habe Flake, ist bei mir. In 2 Stunden kommt vielleicht der nächste. Gucken. So. Wie funktionieren endlos Chaos Dungeons? Du hältst jeden Tag 100 Punkte Aura der Resonanz. Ein Run in einem Chaos Dungeon kostet 50 Aura. Check. Solange du noch Aura der Resonanz hast, erhältst du die normalen Drops für Ausrüstung und Accessoires. Ist deine Aura der Resonanz auf 0 gesunken und du betrittst noch einmal einen Chaos Dungeon, spricht man von endlos Chaos Dungeons. Hier droppt fast nichts mehr aus der normalen Loot Table. Dafür droppen nun 2 spezielle Währungen. Eine davon ist Fragment der Läuterung, mit der du einen speziellen Händler-Item kaufen kannst. Ja, oder halt entsprechend halt andere Fragmente. Vom Tier abhängig. Wie verdient man Gold mit Chaos Dungeons? Ab Tier 3 sind Items handelbar, die du Fragment der Läuterung kaufst. Aha! Somit kannst du theoretisch endlos Chaos Dungeons laufen, Mats kaufen und dadurch Gold verdienen. Aha! Du farmst Chaos Dungeons, Tier 3 Chaos Dungeons. Ein Haken hat das allerdings. Diesmal, wenn du einen Gegenstand kaufst, wird der Gegenstand teurer. Dies setzt sich erst mit dem wöchentlichen Reset zurück. Unser Tool ist reichen, wie lange sich bestimmte Items lohnen, ab wann andere Items profitabel sind. Aha.
Okay. Das heißt, Chaos Dungeons machen. Okay. Okay. Ich meine, ich hab noch. Also wenn ich ganz. Achso. Erstmal, ich bin der falsche Charakter. Ich hatte umgelockt. Ich hab ja in der Bank noch diese komischen Beutel vom. Vom Arc Pass. Da waren ja auch Wächterzeugs drin. Ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. Einige Angelegenheiten benötigen eure Zustimmung. So, sie holt jetzt ihr Fusionsmaterial. Ihr könnt sie euch im Büro ansehen. Chuck. Chuck. Okay, damit hat sie hier Aufrüstungsmaterial. Ja, das sind halt Sachen, die ich halt nicht unbedingt selbst benutzen will, halt hier, ne? So Beutel. Es sind nur 3000 drinne. Ist nicht besonders viel. Na gut, hier hast du noch Beutel, das sind nochmal 2000. Also 5000. Ja. Messi. Ich brauch 12, ich brauch T2-Zeug. Ja, würde ich gerne, aber ist alles Kader gebunden. Das ist alles nur hier von Dings. Dem Arc Pass. Ja. Das ist alles nur fast alles nur Arc Pass Dreck. Okay, so, jetzt können wir. Sie muss nichts bauen mehr. Okay. Mal rausgehen. Habe ich alles für meine neue Main gebraucht. Ja gut, ich meine, ich will nicht sagen, dass das hier mein neuer Main wird, aber im Endeffekt ist er der höchste. Oder wird sie die höchste werden? Oh. So, da. Okay, so, jetzt muss ich hier pushen, ne? Push it. Alalalala long. Ja, 100% ist easy. Okay. Meine Schatten tust. Ja, jeder hat sein Steckenpferd, ne? Es macht wenigstens Laune, hier den Twink zu steigern, weil das immer erfolgreich ist. Gefühlt 50 Angelbots. Ja, ja, das ist halt das, wie gesagt, ne? So ein. Die Menge an Bots wird sich in der Regel nur verändern, wenn du instant die Accounts sperrst und die IP-Adressen, die damit zusammenhängen. Beziehungsweise nicht die IP-Adressen, die MAC-Adressen, die da hinten dran hängen. Weil du dann den spezifischen Rechner sperrst. Und es wird relativ schwierig, immer ein neues Motherboard zu kaufen und einen Rechner umzurüsten, um seine MAC-Adresse zu ändern. So. Dich können wir noch aufrüsten.
100%. Easy. Und wo sind wir jetzt? 966. Das heißt, tatsächlich bin ich jetzt schon Phaeton-technisch am Start, eigentlich. Aber ich kriege erst in Punica T3-Klamotten, das heißt, ich muss hier halt tatsächlich weiter noch aufrüsten. So, zack. 100%. Und damit hätte ich den Twink halt auch tatsächlich jetzt erstmal soweit ready. Na, ich werde definitiv hier nochmal kalter Fusionsmaterial bauen müssen. Ich werde jetzt Lebenssteine noch ein bisschen brauchen. Und die zwei Klamotten, aber das kommt halt durch die Dungeons, kommt das halt durchaus rein. So, klopp, klopp. Tja, kannst du testen. Guck dir an, wir sind auf Tier 4. Also Stufe 4, das passt es. Una-Aufgaben erfüllen, Wächterseelen sammeln. Und jetzt kommen halt hier richtig viele Sachen rein. Ja, das ist so mit dem Zeug, was du halt kriegst, hier durch die ganzen Sachen, kannst du halt immer schön bis zur nächsten Stufe aufbauen. Und dann geht's ab. Na, guck mal, hier kriege ich auch hier mein Fusionsmaterial jetzt tatsächlich dazu. Na gut, das ist halt wieder... ja, das sind die Abgrund-Dungeons. Okay. Ja, die gehen. Das ist tragisch. So, ne? Hier hast du auch wieder Tier-2-Zeug zum Aufmachen. Una-Aufgaben, Wächterseelen. Chaos-Dungeons, Una und... Dings. Jeden Tag. Kommst jeden Tag voran. Warum halt hier jetzt jeder mit so einer Wolke rumrennt? Das ist so abartig. Drrr. Drrr. So. Ist handelbar. Und ich brauche ich eh. Pulver, Pulver. Chaka. Dich brauche ich auch. Dich schmeiße ich mal damit rein. Damit du zum Twink kommst. Das ist leider gebunden, das Ticket. Das ist dümmlich, aber hey. Dich muss mal lernen, die 5 Stück. Okay. Damit ist der Twink jetzt eigentlich wieder okayisch. Was sagt meine... War hier nicht irgendwo eine Quest? Ja, doch, ne? Betritt das Tal ohne Namen in Phaeton. Okay, damit... Ja, das heißt, ich müsste mich durch Phaeton durchquesten. Nein. Habe ich auch noch nicht alles gemacht. Was hast du gemacht? Das Express-Event-Zeug? Das ist relativ gechillt, ne? Das bezieht sich echt nur auf, mach deine 3 UNO-Aufgaben, mach deine 2... Chaos-Dungeons und mach deine 2 Wächterseelen ernten. Gut, bist halt eine Stunde beschäftigt, klar, aber trotzdem. Was wollte ich jetzt hier? Ah, ich wollte nach dem Wissenstransfer gucken. 1600, ne? Das sind wieder 1600 Gold weg. Kostet mich 8 Stunden. Das passt aber, dann ist die morgen nämlich fertig. Und dann kann die morgen nämlich die ganzen Phaeton-Dungeons laufen. Die Abgrunddinger vom Pass. Ja, Abgrund-Dungeons bin ich auch noch nicht gelaufen vom Pass. Das fange ich erst an, wenn ich halt tatsächlich leveltechnisch. Genau, und das im Kerrigan sagt es ja auch, ne? Wenn du Chaos-Dungeons einen höheren machst, zählt auch für die niedrigen. Ja, das Problem leider ist ein bisschen. Du brauchst halt die Sachen, damit du halt dein Equipment halt hochleveln kannst, ne?
Das heißt, so viel Überlappung hast du halt gar nicht. Das hattest du bei Stufe 1 hatte ich das halt. Da hat die Stufe 2 Sachen den letzten halt noch mit abschießen konnte. Aber bei den Sachen habe ich das halt nicht mehr. Ne? Für Stufe 3 habe ich halt alles schon abgeschlossen, weil ich halt die ganzen Sachen gebraucht habe. Na, hier diese ganzen Wächtersteine. Brauchst ja Unmengen davon. Ich meine, bei Chaos-Dungeons, das kannst du dir sparen. Im Endeffekt, ne? Für die Belohnung zumindest. Aber Chaos-Dungeons geben ja auch Upgrade-Materialien. Und vor allem geben Chaos-Dungeons hier diese Fragmente. Genau, Stufe 4 ist jetzt die Kiste. Das habe ich noch gar nicht angeguckt. Was gibt's für eine Kiste? Das ist eine dicke Kiste. Alter. Du kannst alle folgenden Gegenstände erhalten. Oha. Alle. Reliktauswahltruhe. 3 Millionen Silber. Ne, du kriegst ja dreimal 1 Million. 20 Kartenpakete legendär selten. 10 legendär episch. 3 rein legendäre. Naja, da steht plus 10 andere da unten, ne? Weil die Liste halt immer zu lang ist. Also da ist schon ordentlich drin in dem Ding. Aber man hat tatsächlich bis zum 28.07. Ne? Das sind noch 2,5 Monate. Ja, man kann Steuerung Rechtsklick machen. Ah, da unten steht es ja auch, ne? Erklärung. Truhenvorschau. Allein 3 reine legendäre Karten. Ne? Nicht vergessen, dass du hier noch die Chance hast, legendäre zu kriegen. Du kriegst ja nochmal eine legendäre. Das heißt 4 legendäre. Du kannst es aussuchen. Hier ist random. Nochmal Beziehungsdinger. 3 der großen Edelsteine. Der ganz großen Edelsteine. Oh, nochmal. 10 Truhen A500 Münzen. Gravurenleitung. Was ist das? Wachstumsunterstützung, epische Accessoire-Truhe. Aha. Ja. Ja gut, es wird auf dem Charakter geclaimt, ne? Wird bei mir halt gebunden. Das heißt, für den Charakter ist das okay. 30 Schöpfungssegmente. Oh! 10.000 von jedem Siegel. 50 Ehrensprungsteine und Zerstörungskristalle. Gut, die sind gebunden, aber hey, die brauchst du eh. Du bist bei 85% des Event-Dingens. Was für 85%? Welcher Stufe? Du hast ja hier 92. 81. Ja, weil ich halt hier die Abgrund-Dungeons nicht gemacht habe. 91, das habe ich gerade bekommen. Ah, du meinst das. 54 habe ich. Ah, okay. Na, du bist mit 85 doch gut dabei. Also, ich meine, das hat noch 2,5 Monate. Na, und jetzt hier hast du halt dann noch Bonusmissionen. Ist ja nicht so, dass du hier jetzt nichts kriegst dadurch. Ne, muss ja bloß einmal hier eine Goldtruhe kriegen für die Würfels. Das könnte ich auch noch machen, aber wenn ich Zeit habe. Ja, ich mach da im Prinzip nichts anderes, außer halt ab und zu. Nicht mal, dass ich das jeden Tag mache. Aber ich will jetzt trotzdem endlich mal einen Wissenstransfer machen. Ihr lenkt nicht ab. Das ist euer einziger Zweck. So. Aber der Wissenstransfer ist halt wichtig. Deswegen muss der gemacht werden. So, damit habe ich dann morgen. Mein armes Gold, ey. Boah. Und da musste ja 960 sein.
So. Zack. Stufe 4, Mission 4, 5 und 6. Das sind halt die Abgrund-Dungeons. Ja. Naja, ich weiß, welche Abgrund-Dungeons das sind. I know. So, aber mit Sally mache ich heute nichts mehr, weil, wie gesagt, muss... ja gut, Bonus ist halt, du kriegst ja nichts, wenn du Bonus fertig hast. Du kriegst ja nur für die Mission. Du kriegst ja keinen nochmal so eine Kiste halt. Aber das wird schon. Na, dafür mache ich halt mehr Inseln mit meinem Main. So. Warum habe ich Post? Ah. Oh, meine Tier 1 Sachen konnte ich gar nicht mehr verkaufen. Das ist ja Schmu. Ist das Schmu? Ja, klar. So, jetzt habe ich die Wahl. Mache ich jetzt... Chaos Dungeons bis zum Erbrechen? Na, für die Fragmente. Pulver des Wissens. Ah. Möchtersteinkristalle. Könnte ich mir kaufen. Werde ich wohl jetzt tun. Wofür kann ich den kaufen? Kaufkosten. What? Ich denke, das kostet mich 10. Immer nur. Was? Falsche Reihe. Nee. Pulver will ich nicht. Ich will Wächterkristalle. Diese Fertigkeitenübertragung, das ist jetzt nicht so tragisch. Tragisch ist eher, dass du hier Dings brauchst. Die Wächterkristalle. Brauchst so viel wie möglich Wächterkristalle. Ja. Aber es sind ja gerade mal 120 Stück. Ach so. Jedes Mal, wenn du ein Ding kaufst, wird das teurer. Deswegen. Deswegen konnte ich. Das wurde halt schon intern verrechnet, aber das habe ich nicht gesehen. Ah, das ist dumm. Das ist kein gleichbleibender Preis hier, ne? Wenn du einen Ding kaufst, kostet das nächste halt 100. So nach dem Motto. Boah. Das ja. Egal, es sind wieder 120 Dinger mehr. Also in jedem Fall muss ich meine zwei Aura der Resonanz durchpumpen. Ja, 4 Una Goldruhen aufmachen. Hm. Gib mir aber nur Gold.
Und ich habe meine Una-Marken schon verballert. Donnerstag direkt. Karen, alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und natürlich danke fürs Vorbeischauen. So. Rein in das Portal. Haltern schlürfen. Klick, 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 klick. Abi. Geht nicht in der Boss da? Oh ja. Ja, bis, wie lange ich mache, bis, wie gesagt, bis 19 Uhr, das heißt noch 2 Stunden. Na, ich will ja hier meine Insel haben, meine Abenteuerinsel. Und die kommt ja erst 19 Uhr Serverzeit, also 20 Uhr. Daran kann man ja nichts machen.
dann, aber nein, und dann geht's. Gar nicht ausloggen, direkt. Mehr der Trägheit, ja, Abgrund Dungeon. Mehr der Trägheit ist ab 8. Und das andere auch. Also stilles Karkosa ist, wird nicht einfacher. Das sind alles 8er. Aber du weißt doch, wie es funktioniert, oder? Was da noch nie drinne. Ja, zur Not gehen wir halt gemeinsam. Na, die ersten beiden, die kann ich, da kann ich die Taktik. Kein Problem. Und ja, du solltest beim zweiten die Taktik kennen. Also nicht beim zweiten Boss hier, sondern im ersten Teil, sondern beim zweiten Teil solltest du die Taktik kennen. Weil wenn du die Taktik nicht kennst, ist Ende Gelände. Da ist Instant Vibe. Ja, im ersten ist relativ gechillt. Da kann auch die Hälfte sterben bei den Bossen. Kommt mal trotzdem durch. Ihr habt noch den Dings an, den Taucheranzug. Der wird dir erst weggenommen nach dem ersten Boss. Und ab da ist dann Sauerstoff. Das siehst du dann auch. Das ist über deiner Figur dann so ein kleiner Bobbel. Aber noch ist gechillt. Kann auch sein.
Oh, ein goldenes Portal. Ja, nice, nice, nice. Ab geht's. Das nehmen wir doch gerne mit. Immer gern gesehen. Aber das gibt richtig viel von allem. Da ist auch richtig viel von allem gedroppt bisher. Schicke Sache. Okay, dann eins fertig. Nice. Ja, wie gesagt, also den erst komplett schon oder nur der erste Teil von dem ersten Teil? Also den ersten Boss quasi. Ja, das erste Mal, wenn du keine Ahnung von irgendwas hast. Teil 1, komplett drei Bosse, ja. Hat drei Bosse. Genau, erstes kommt der High-Typ, dann kommt der, der seine Schilder macht und dann halt das, der Riesen-Walker. Genau. Damit bist du dann durch den ersten Abgrund-Dungeon. DZ. Ja, zweiter Abgrund-Dungeon. Kann ich nur sagen, guckt ihr entweder vorher ein Video an oder wir können es auch gemeinsam machen. Na, hier Tor zum Paradies, stilles Carcosa. Weil wenn du hier... Alles unwichtig von dieser ganzen Instanz, bis auf der Endboss. Wenn du den Endboss die Taktik nicht kannst, werdet ihr den Endboss nicht legen. Soll ich das kurz erklären, wenn du es rein willst, oder... Ja, schauen wir mal im Video an. Das ist richtig. Im Endeffekt musst du bloß eins wissen.
wenn das hier der Boss ist in der Mitte, irgendwann geht er in die Mitte und spawnt, dann kommen hier so Kugeln angeflogen. Auf 8 Stellen kommen Kugeln angeflogen. Und eure Aufgabe ist es, dich dahin zu stellen. Die Positionen werden vorher zugeteilt. Also sucht sich jeder eine Position aus. Vorher, bevor du zum Boss kommst, hast du nochmal diese Ruheposten da, wo du halt nochmal deine, da alles zurückgesetzt wird. Genau, die Pausenblase, wenn du so willst. Und da sucht sich halt jeder eine Position aus. Es gibt 8 Positionen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Und also was an diesen Stellen. In der Pausenblase verteilt ihr euch da, wo ihr halt stehen wollt. Und genau, ich sag mal so, das ist die Pausenblase, ne? So fängt das halt an. Jeder sucht sich dann auf der Pausenblase, bevor der Bosskampf gestartet wird, sucht sich da eine dieser Positionen aus. Du gehst einfach dahin und bleibst da stehen. Fertig. Das ist die Position, die ist fest, die wird nicht geändert. Den ganzen Kampf durch. Du legst am Anfang des Kampfes fest, wer wo zu stehen hat. Genau, im Endeffekt ist dann hier in der Mitte, wenn man das jetzt auf den, wenn ich jetzt ausgewählt hat, startet den Bossfight, dann kämpft ihr da ein bisschen rum und dann geht er irgendwann in die Mitte von seinem riesen Raum und stellt sich dahin. Und wenn der zu seinem riesen Raum geht, musst du unbedingt dann auf deine Position sein. Du musst nicht weit weg, du kannst relativ nah am Boss stehen, das ist auch wichtig, dass du beim Boss stehen kannst. Und dann spawnen halt so Kugeln. Diese Kugeln sind unterschiedlich geladen. Ne, da kommt erst eine weiße, dann kommt eine schwarze, dann kommt wieder eine weiße, dann kommt wieder eine schwarze, bla 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 bla. Du kannst Kugeln von gleicher Ladung nicht auffangen. Ja, du kannst immer nur von einer Ladung getroffen werden sein. So, was passiert jetzt? Wenn der Boss jetzt da hinkommt, ich habe mir quasi jetzt hier die 1 Uhr Position ausgesucht, renne ich dahin. Bumm, fertig. Jetzt warte ich, bis die erste Blase ankommt. Blub, die ist immer weiß. Ne, in der ersten Phase, es gibt zweimal dieses Event dann quasi. In der ersten spawnt halt immer so eine weiße. So, wenn ich die Kugel getroffen habe, laufe ich dann weiter zur nächsten Position, wo der nächste stand. Und dann fange ich hier die Kugel ab, weil die dann schwarz ist. Ne, weil hier halt die schwarze zum Beispiel spawnt. Und dann hast du die schwarze, dann hast du eine schwarze Ladung. Und dann rennst du weiter, fängst dann hier die weiße Kugel ab, rennst dann weiter, fängst dann hier die schwarze Kugel ab. Genau, und du wanderst dann immer im Kreis halt um ihn langsam rum und fängst immer die Kugeln ab. Das geht relativ schnell. Sollte der Boss mehr als eine Kugel abbekommen, weil irgendeiner der 8 Leute gepennt hat, macht er, nachdem diese Kugelphase rum ist, eine AE und ihr seid tot. Ende. Da gibt es keine Rettung, kein gar nichts, ihr seid alle tot. Und dann fangen wir von vorne an. Und da das der Endboss ist von der Instanz, sind alle ziemlich angepisst. So, das ist die einfache Variante. Das klappt random. Tatsächlich klappt das auch random. Das ist die erste Phase von den beiden Phasen. Es gibt 2 Kugelphasen. Das ist die erste. Ne? Du stellst dich an deine Stelle. Kugel abfangen zur nächsten Position. Kugel abfangen zur nächsten Position. Kugel abfangen zur nächsten Position. Das geht, glaube ich, 4-mal. Und danach kommt keine Kugel mehr und dann können da rumhauen wieder. Der macht ansonsten nichts Schweres oder so. Ab und zu kannst du halt mal so blaue Kugeln hier aufsammeln während des Kampfes. Die schützen dich vor seinen Elektroattacken, beziehungsweise reduzieren deinen Stapel, weil wenn du von einer Elektroattacke getroffen wirst, kriegst du halt einen Debuff und der stackt. Und wenn der stackt, tut er weh. Das heißt, ab und zu mal durch so eine blaue Kugel dann rennen und alles ist gechillt. Und eventuell noch gucken, ob du noch genug Luft hast. Und dann kommt er irgendwann in die zweite Kugelphase. Zweite Kugelphase fängt genau wieder so an. Ne, Boss geht in die Mitte, du rennst wieder zu deiner Position, die am Anfang des Kampfes in der Ruheblase festgelegt hat. In dem Fall, ich habe ja vorhin gesagt, du solltest relativ nah am Boss stehen und nicht weit weg. Ne, hat einfach den Vorteil, wenn du nah am Boss stehst, kannst du halt relativ schnell hier hinrennen. Wenn du hier drüben bist, wenn ich weit außen stehen würde, würde ich halt extrem lange brauchen, um hier auf die Position zu rennen. Und würde die Kugel zum Beispiel nicht mehr kriegen. Deswegen steht man nah am Boss dran. Ja, damit du halt der Weg kleiner wird zur nächsten Position.
In der zweiten Kugelphase ist es noch wichtiger, nah am Boss zu stehen. Weil hier, jetzt wo dieses Gitter ist, da kommt ein Elektrofeld. Na, kennen wir von WoW, wenn so kreisrunde Flächen gesetzt werden. Die töten dich, das tut richtig weh. Dann hast du 2-3 Ticks und dann bist du weg. Das heißt, du kannst halt einen Tick ausweichen, einen Tick kriegst du hin, 2 überlebst eventuell noch, wenn du voll bist. Und dann musst du aber schon den Heiltag nehmen, weil wenn sich sonst noch irgendwas trifft, dann bist du Matsch. Das heißt, du musst halt innerhalb dieses Elektrofeldes bei der zweiten Kugelrunde halt am besten agieren, ne? Weil da passiert ja einfach nichts. Ne? Du musst halt, stehst bloß da und rennst halt dann Kugel von Kugel. Okay, die zweite Kugelphase hat einen kleinen Trick, einen kleinen Haken. Die dritte Kugel ist unglücklich, also du rennst bei, die erste Kugel fängst du auf deiner Position ab, ne? Dann rennst du zur zweiten Kugel, fängst die auf der nächsten Position ab. Dann bleibst du stehen und fängst die dritte Kugel ab. Und dann geht es wieder weiter, du fängst die vierte Kugel ab und dann du fängst die fünfte Kugel ab. In der zweiten Phase gibt es 5 Kugeln. Das Problem ist halt, bei der ersten Phase kommen die Kugeln halt alle auf derselben Farbe. Ne? Hier kommt weiß, deswegen fängst du die weiße Kugel ab. Hier würde halt nur schwarz kommen, deswegen fängst du hier die schwarze Kugel wieder ab. Hier würde wieder nur weiß kommen und so weiter und so fort. In der zweiten Phase, die dritte Kugel ist die unterschiedliche Farbe. Ne? Weil zum Beispiel jetzt hier, in der zweiten Phase würde weiß spawnen. Dann renne ich weiter, fange hier ab, schwarz. Dann wechselt die Farbe. Ja, du würdest dann hier quasi normal denken, hier fängst du wieder weiß ab. Aber das Problem ist, hier spawnt jetzt weiß. Und hier spawnt dann halt natürlich dann schwarz wieder. Ne? Das heißt, wenn du weiterlaufen würdest, würdest du halt die gleiche Farbe wieder kriegen, wie du vorher schon hattest bei der zweiten Kugel. Und deswegen musst du eine Kugel abfangen, weiterlaufen, zweite Kugel abfangen, stehen bleiben, dritte Kugel abfangen, vierte Kugel abfangen, weiterlaufen, fünfte Kugel abfangen. Nee. Wie gesagt, die Kurzvariante ist einfach nur so, du hast deine Position, stell dich auf deine Position, fang die Kugel ab in der ersten Kugelphase, ein Weiterlaufen, Kugel abfangen, ein Weiterlaufen, Kugel abfangen und in der zweiten Kugelphase stehen bleiben, deine Position finden, Kugel abfangen, ein Weiterlaufen, Kugel abfangen, stehen bleiben, die dritte Kugel abfangen und dann ganz normal wieder vierte Kugel, weiterlaufen, fünfte Kugel. Das ist der einzige Unterschied, ist halt, dass du bei der dritten Kugel stehen bleibst. Und wenn diese Phase rum ist, dann kloppt dann halt tot. Wie gesagt, der macht dann an sich ultra wenig Schaden. Sein ganzer Schaden läuft halt A über diese über die Elektro-Stacks, die du ab und zu mal kriegst, aber als DD stehst du halt nicht direkt vor ihm. Ja, da kannst du halt, der verteilt die halt random auf Spieler und dann, du läufst halt fast automatisch durch diese blauen Kugel durch, sodass du halt da nicht wirklich drüber nachdenken musst. Nicht in diesem Elektrofeld stehen bleiben und halt die Kugeln abfangen. Kugeln abfangen ist halt das A und O. Wenn eine Kugel kann da durchgehen, das überlebt ihr noch vom Schaden, aber eine zweite Kugel macht da dann so viel Schaden, dass halt nichts mehr passiert. Ja, wie gesagt, es ist dir alles verziehen, solange du die Kugeln abfangen kannst und nicht stirbst. Das ist alles, was dir von diesem Kampf von dir verladet wird. Weil, wenn einer stirbt, kannst du halt die 8. Kugel halt auch nicht mehr abfangen. Ne? Das kommen ja aus 8 Richtungen Kugeln. 8 Spieler, jeder fängt eine Richtung ab und wenn einer tot ist, geht's halt nicht mehr. Ne? Dann vibet die halt automatisch. Schaden ist absolut kein Problem, weil ihr seid 8 Leute, der hält nichts aus. Der macht keinen Schaden, du kannst halt da gechillt, relaxed rumkloppen. Alles unwichtig. Wichtig ist einzig und allein nur, fang die scheiß Kugeln ab. Ja. Fragen? Wie gesagt, dieser ganze Bosskampf, alles unwichtig. Hauptsache, du fängst die scheiß Kugeln ab. Erste Runde immer abfangen, weiterlaufen, abfangen, weiterlaufen, abfangen, weiterlaufen. So lange, bis es aufhört. Und zweite Runde ist halt abfangen, weiterlaufen, abfangen, stehen bleiben. Abfangen, weiterlaufen, abfangen, weiterlaufen, abfangen.
Das klingt halt komplex, ne? Weil wenn du es halt nicht gewohnt bist und nicht gemacht hast, dann machst du keinen. Überfordert dich das halt manchmal. Aber wenn du halt weißt, wann halt er halt in die Mitte geht, ne, das merkst du dann, der geht halt in die Mitte und dann rennen sie alle schon weg. Da ist der Brunnen. Das ist super leicht. Die Instanz ist super leicht. Nur das Hin- und Herrennen, das ist halt erstmal eine Gewöhnungssache. Aber wenn beim zweiten oder dritten Mal hast du das halt drin. Der Brunnen? Was ist ein Brunnen? In der Brunnen von Orea war ich noch nicht drin. Da ist auch unbestimmt eine Mechanik drin, weil ab der hier ist da immer eine Mechanik drin, die halt tödlich ist. Ja. Da gibt es die T3-Sets, ist richtig. Aber da ich eh 1370 bin, klar, bald, hoffe ich, brauche ich die epischen Dinger halt nicht mehr. Da kann ich halt dann schon hier die schwierigen laufen und dann kriege ich halt hier die Set-Items. Ja, aber die Set-Items sind nicht so. Das kleine Set ist nicht so prickelnd. Also, ich hätte auch schon lange reingehen können, ne, ab 1325. Aber ich habe mir halt noch keine Guides angeguckt, wo ich. Und ich kann schwören, da ist irgendwas, was du beherrschen musst. Ich komme halt auch zeitlich gar nicht dazu. Und wann soll ich denn das noch laufen? Gerade durch Streamen ist es halt relativ schwierig. Viele Sachen zu machen. So. Ja, weil du immer reden bist und zeigen, ne? Und machen. So, wir haben die Sachen halt fertig. Alter Schwede. Okay. Dich brauche ich. Du nicht. Du ja. Du nicht. Du nicht. So, erstmal die Edelsteine. Dich brauche ich. Dich brauche ich zwecks Übertragung. Du brauchst zwecks Übertragung. Was bist du? Skintruhe. Brustschutz des Falschheitslabyrinths. Was? Wann habe ich denn das gekriegt? Das muss ja hier passiert sein. Na gut, das wird nicht mehr drin stehen, weil halt die ganzen Viecher halt getötet sind. Oh, doch da. Kopfbekleidung des verzerrten Dimensionen. Ring, Ring, Ring. Nee, schade. Okay, vielleicht soll ich die Kampf-EP mal wegmachen. Aber ich kriege hier richtig viel Kampf-EP tatsächlich mittlerweile, ne? Weil ich die Forschung gemacht habe. Einstellung für Chatreiter. Im Systemnachricht will ich IP haben? Nein. Gut. Anwenden. Okay. So. Na, komm mal dann. Ring. Da, Skintruhe, Brustschutz des Falschheitslabyrinths. Okay. So, ich muss aber kurz pieseln. Deswegen Biopause. Bis gleich.